Es plagen dich die Schmerzen im unteren Rücken und in der Hüfte. Vor allen Dingen das Aufstehen tut weh. Ich bin Roland Liebscher-Bracht und ich habe eine Routine für dich entwickelt, die kannst du sogar im Sitzen machen. Und wir starten auch gleich. Nimm bitte ein Kissen und leg's vor dein rechtes Bein. Der Hintergrund ist, wir machen jetzt Folgendes. Wir rutschen so weit am Stuhl nach vorne, bis das Knie aufliegt. Und dann versuchst du mit deinem Knie auch noch ein bisschen nach hinten zu kommen. Oder, wenn das nicht geht, nimmst du den Stuhl einfach ein bisschen nach vorne. Du hast einen sicheren Stand. Ja, das linke Bein stabilisiert dich. Du hältst dich am Stuhl fest. So, und jetzt geht's los mit der Übung. Du ziehst jetzt den Bauchnabel nach hinten und bewegst deinen Rumpf immer mehr Richtung Stuhllehne, nach hinten. Und dann merkst du sofort, es fängt im Oberschenkel an, in der Leiste, es zieht vielleicht in den Rücken und du gehst immer weiter nach hinten. Krieg erstmal das Gefühl, du musst natürlich schauen, dass dein Knie nicht nach vorne rutscht jetzt dabei. Das kannst du vielleicht dadurch verhindern, dass du den anderen Fuß davor stellst, falls das passiert, falls dein Boden glatt ist. Und gehst immer weiter nach hinten und du merkst, ach du Schreck, wie zieht denn das rein? Das Beruhigende ist, das zieht genau an den Muskeln, die dich daran hindern, wenn du länger gesessen hast, hochzukommen beim Aufstehen, nämlich dem Hüftbeuger. Und auch einem anderen hüftbeugenden Muskel, der auch sehr, sehr an dieser Schmerzensgeschichte beteiligt ist. Du gehst immer weiter nach hinten. Wir haben die Hälfte schon rum, du steigerst ein bisschen, du bleibst unter dieser Grenze, wo du dich nicht gerade noch wohlfühlst. Ja, es muss gerade noch ein Wohlfühlschmerz sein und du merkst, dass du, gerade wenn du den Bauchnabel ansteuerst, nach hinten gehst, dass du immer ein bisschen weiter kommst und dass du dadurch richtig Dehnung auslöst. Freu dich über diese Dehnung, weil die ist so wertvoll. Die Antisitzdehnung sozusagen. Ja, du siehst kaum, dass ich mich bewege wahrscheinlich, aber sei beruhigt, wie auch du, bewege ich mich Millimeter für Millimeter weiter nach hinten. Boah, du merkst wahrscheinlich auch, wie intensiv das ist. Und dann kommen wir langsam wieder raus. Du hebst dein Bein wieder hoch. Wir legen das Kissen unter das andere Knie. Das Kissen ist übrigens nur, wenn der Boden so hart ist. Beim Teppichboden braucht man es wahrscheinlich gar nicht, weil du musst dich ja in der Dehnung richtig wohlfühlen. Jetzt gehst du wieder mit dem linken Bein so weit nach hinten, wie es geht. Und dann merkst du, je weiter du hintergehst, da brauchst du kaum noch mit dem Körper was zu tun. Schon bist du voll auf Dehnung. Lass los. Ich wollte gerade sagen, schreib ein bisschen weiter an deine Tastatur, aber das solltest du vielleicht nicht machen. Lieber auf die Dehnung gut konzentrieren. Und auch immer weiter etwas nach hinten gehen. Ruhig mal umgreifen, wenn du merkst, dass eine andere Position dir vielleicht lieber ist. Aber sei vorsichtig mit plötzlichen Bewegungen, gell? Das ist ja eh die Regel, dass wir uns immer langsam und bewusst bewegen und dann kann nichts anbrennen, weil der Körper immer warnen würde rechtzeitig. Aber es haut rein. Du merkst es bestimmt auch. Gerade wenn du dich auf deinen Bauchnabel konzentrierst und den Bauchnabel zurücknimmst, das ist gleich eine drastische Erhöhung des Dehnungsschmerzes. Deswegen mach's vorsichtig. Atme tief ein, atme tief aus und geh immer weiter rein. Und genieß es letztendlich, auch wenn es richtig fordert. Und dann gehen wir langsam wieder raus. Zieh dein Bein wieder vor. Du kannst auch das Kissen wieder irgendwie jetzt an die Lehne legen, wenn du möchtest. So, und jetzt gehen wir in die Reaktion der Anspannung ins Gesäß. Streck mal dein linkes Bein, um erstmal zu gucken, dass du hier gut auflegen kannst.
Und dann ziehst du den Fuß langsam zurück, drückst gleichzeitig mit deinem rechten Ellbogen dein Knie runter und gehst so weit mit dem Bein nach hinten, wie du merkst, dass du gut in die Dehnung kommst. Und jetzt geh ins Hohlkreuz und komm im Hohlkreuz bleibend nur mit dem Bauchnabel nach vorne. Ja, und dann merkst du sofort, das zieht hinten ins Gesäß rein, außen am äußeren Oberschenkel entlang. Je nach Stuhlhöhe. Nicht wundern, wenn du auf einem anderen Stuhl, der höher ist, ein ganz anderes Dehnungsgefühl hast, weil mit der Stuhlhöhe hängt es sehr zusammen, wie stark die Dehnung am Anfang ist. Je niedriger der Stuhl, und der ist ziemlich niedrig, desto intensiver wird das gleich. Also nicht wundern. Und du gehst immer weiter jetzt mit dem Bauchnabel nach vorne und merkst, wie hinten im Gesäß es richtig dehnt. Und das Gesäß ist bei den meisten Menschen, auch bei dir, so angespannt, so dauerangespannt, weil der zu kurze Hüftbeuger von vorne dauernd diese Spannung auslöst. Und wenn wir jetzt das vorne aufgelöst haben und jetzt hinten auflösen, ist schon ganz, ganz viel passiert. Immer weiter reinatmen, tief ein und im Ausatmen weiter nach vorne kommen und immer den Bauchnabel ansteuern. Das ist das Wichtige, dass der Bauchnabel angesteuert wird, weil dann ist die Bewegung, die du machst nach vorne, direkt im Hüftgelenk, wo sie ankommt, als Dehnung. Langsam rausgehen und das rechte Bein vor dich platzieren, linkes Bein auflegen, das linke Knie gleich runterdrücken und mit dem rechten Fuß zurückkommen, bis du merkst, es ist richtig gute Dehnung vorhanden. Und dann wieder im Hohlkreuz bleibend den Bauchnabel nach vorne schieben. Schön einatmen, im Ausatmen ein bisschen weiter schieben. Und lass dir Zeit, weil die Fasern und Faszien, Muskelfasern, Faszien der Gesäßmuskulatur, die sind mächtig. Ja, sind ganz viele parallel. Und bis man die in Bewegung gesetzt hat, dass die anfangen nachzugeben, das ist schon Arbeit. Aber die Arbeit lohnt sich. Schön auf die Atmung konzentrieren, immer im Ausatmen ein bisschen mehr nachgeben und immer behalte bitte deinen Bauchnabel im Fokus. Der Bauchnabel will nach vorne. Mit jedem Ausatmen millimeterweise reinschieben, mehr nach vorne. Und langsam mit dem Bein wieder runterkommen. Und jetzt habe ich was ganz Besonderes für dich. Bitte gib mir gerade mal den Ratgeber. Dankeschön. Ratgeber richtig dehnen. Nochmal alle Dehnungstipps von uns, alle technischen Sachen zusammengefasst. Ich halte mal so rum, dann kannst du es besser sehen. Ja? Den kannst du dir runterladen unter dem Video. Und entweder kriegst du den so in Papierform zugeschickt oder digital. Nutz das, wir machen das extra für dich. Jetzt geht es weiter. Jetzt greifen wir, tu mal das Kissen jetzt weg, das stört. Wir greifen nach hinten und wir drehen uns nach links und die Dehnung läuft weiter jetzt. Wir drehen nach links in die Rotation rein. Bleiben möglichst aufrecht mit dem Körper und räumen jetzt nochmal richtig im Übergang Kreuzbein
Wirbelsäule, Darmbein, Becken halt in diesem Bereich nochmal richtig auf. Immer wieder auch tiefes Einatmen und im Ausatmen noch ein bisschen weiter drehen. Und stetig die Spannung halten bzw. erhöhen. Immer an der Lehne, an der Rückenlehne oder auch an der seitlichen Lehne, je nachdem, was du hast. Schön weiterziehen. Und versuche immer ein bisschen in der Rotation nachzugeben. Du atmest ein und dann gibst du nach in der Ausatmung und ziehst dich weiter rein. Und wieder einatmen und in der Ausatmung weiter reinziehen. Und nochmal einatmen und weiter reinziehen. Gleich haben wir es geschafft. Steigern noch ein bisschen. Und dann kommen wir langsam wieder raus. Jetzt saugen sich die Bandscheiben wieder voll, weil die entlastet werden. Vorher waren sie ausgedrückt auf ganzer Breite. Jetzt gehen wir nach rechts. Wenn du merkst, dass dein Rumpf zu sehr mitrutscht, dein Gesäß, dann klemm die Beine unten ein bisschen zwischen die Stuhlbeine, dass du da fixiert bist. Und immer weiter nach rechts drehen jetzt. Immer erstmal warten. Du weißt ja, nach 30 Sekunden beginnt das fasziale Gewebe nachzugeben. Deswegen ist ja auch jede Dehnung unter einer halben Minute nicht so besonders effizient. Da passiert nicht so viel. Immer weiter in die Drehung gehen. Im Einatmen halten, im Ausatmen ein bisschen weiter drehen. Ganz ruhig, ganz stetig. Einatmen halten, ausatmen, weiter drehen. Und nochmal einatmen halten, ausatmen, weiter drehen. Und immer nach Bedarf greifst du um, so dass du mit möglichst wenig Kraftaufwand viel Bewegung in die Drehung hinein auslösen kannst. Und dann kommen wir langsam wieder heraus. Und jetzt gehen wir nochmal direkt in die Rückenstrecker rein. So weit nach vorne rutschen, wie es gut geht, und es läuft immer weiter mit der Dehnung, und dann gehst du an den Beinen entlang nach unten, und auch wenn du viel höher noch bist, dann arbeitest du dich hier ein bisschen runter. Wenn du tiefer bist, arbeitest du dich da weiter nach vorne. Wenn du an den Füßen dran bist, dann ziehst du zusätzlich noch mit den Armen dich in die Beugung und erhöhst die Dehnung noch mehr. Aber jetzt lassen wir erstmal dem Gewebe Zeit, schön immer weiter nachzugeben. Auch wieder die Atmung schön einsetzen.
ruhig auch ein bisschen so bewegen, dass du das schön jede Phase in die Bewegung reinkommt. Und dann gehen wir zwischendurch mal hoch und du rutschst nach hinten. Und wir gehen mal in die Gegenposition. Schön immer weiter nach hinten gehen. Den Kopf ruhig mitnehmen. Wenn du merkst, die Lehne stört dich zu sehr, ist zu hart am Rücken, ist unangenehm, dann tust du das Kissen dazwischen, dass es schön ein bisschen abpuffert. Und gehst nochmal richtig nach hinten. Du merkst die Dehnung im Hals, hier vorne über den Brustbereich. Und du kannst dich richtig auch ein bisschen reindrücken, indem du mit den Händen gegen die Lehnen drückst. Und atme dich immer weiter dort hinein. Wenn du schlucken musst, geh kurz raus und wieder weiter rein. Und dann gehst du langsam wieder raus. Und ich wette, jetzt merkst du vielleicht schon, dass du leichter aufstehen kannst. Und deswegen haben wir das ja gemacht, um die Schmerzen beim Aufstehen und im Rücken runterzuholen.